Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. So, mein zweiter Arbeitstag ist rum und ich habe eben, vielleicht habt ihr es auch schon in der Story gesehen, beschlossen, kein Story of Seasons zu bringen. Daran seht ihr auch schon, was bei mir arbeitstechnisch so los ist. Also es macht sehr viel Spaß, aber es ist super anstrengend. Ich hatte jetzt einen Kommentar bekommen, dass es jetzt sogar so ist, dass man 4 Blöcke weit entfernt vom Wasser noch was anbauen kann. Ich will das jetzt mal testen, ob ich das wirklich richtig verstanden habe, weil früher ging das definitiv nicht. Also 1, 2, 3, dann müsste das hier auch noch braun werden, also so dunkelbraun, dass wir da was anbauen können. Und ja, natürlich brauche ich auch noch Schleim. Das hatte ich total vergessen, dass ich ja auch noch, Schleim brauche, damit ich hier was basteln kann. Und ihr habt mir gesagt, hier kann ich auch so Trapdoors drüber bauen, damit da nichts reinfällt, wenn ich ernte. Das ist eine sehr coole Idee. Habe ich hier noch Akazie oder sowas drin? Irgendwo, da habe ich Eichenholzbretter. Birkenholz, Eichenholz. Ja, Eichenholz brauche ich noch so unheimlich viel. Ich glaube, ich hatte hinten das Bett nicht abgebaut, oder? Ich glaube, ich hatte ein zweites Bett gebaut. Gucken wir mal. Ups. Flop. Blum. So. Akazie. Akazie, Akazie. Jede Menge Zuckerrohr. Zuckerrohr können wir auch noch anbauen. Ja. Kohle wollte ich auch nochmal wieder. Und ich muss schon wieder was essen. Oh Gott. Das ist ja schlimmer als ich im echten Leben. Das ist ja, die ist ja noch. Wie baue ich denn nochmal eine Trapdoor? Ein Schild, ja, kann ich auch noch. Da könnte ich theoretisch auch noch bauen. Eisenklamotten hier. Eisengitter, Glasscheibe, Eichenholzschild, die Leiter. Druckplatte, Wegeplatte. Hier, Falltür. Och nee, ne? Jetzt habe ich zweimal Akazie. Da packe ich die anderen später noch wieder bei mir rein. Ich glaube, jetzt würde ich wahrscheinlich direkt schon mal wieder übernachten. So, ich muss mich übrigens entschuldigen. Ich muss jetzt ein bisschen kürzer wieder das alles gestalten mit den Folgen. Nicht, weil ich euch ärgern will oder weil ich keinen Bock drauf habe, sondern ich mir... Oh, Spinne! Ich merke einfach gerade... Das ist mir jetzt... Oh, sehr schön. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Faden. Okay. Einen Faden habe ich schon mal. Nee, ich merke einfach momentan, dass mir das ein bisschen zu anstrengend ist. Es kann auch sein, dass es wieder anders geht, aber ich muss halt teilweise auch relativ kurzfristig Sachen rendern und dann dauert das halt auch schon mal ein bisschen zu lange, wenn ich das dann noch rendern muss und dann muss ich drauf warten. Dann denke ich mir, oh shit, wäre die Folge noch nicht so lang gewesen, dann hätte ich es jetzt noch irgendwie raushauen können. Das ist halt gerade bei mir jetzt so ein bisschen das Problem. Also ich denke und ich hoffe, es wird sich noch alles wieder finden. Vielleicht zeigt es sich auch, dass ich bei den kurzen Folgen bleiben muss. Ich weiß es noch nicht, ich kann es euch nicht versprechen oder ich kann es euch generell noch nicht sagen, wie das laufen wird. Aber ich muss da halt so ein bisschen schauen, wie ich das mache. Gut.
Wenn ich jetzt hier mal mich so ein bisschen versorgt habe, das heißt, wenn hier das alles ein bisschen schneller rangewachsen ist, dann werde ich auch mal schauen. Also ich wollte auch mal noch einen Zaun um das Pferd da hinten drumherum bauen, damit es nicht despawnt. Da habt ihr mir einen guten Tipp gegeben. Da kann ich erstmal wieder ein bisschen Brot backen. Baking Bread. Der Klassiker unter den Wortspielen. So, Mampf. Das ist natürlich doof, weil dann, wenn... Ja, das Hochbeet, das lasse ich jetzt hier so. Das mache ich nicht größer. Aber dann kann ich vielleicht woanders noch ein Beet entsprechend groß machen. Ein Feld dann. Ein ganzes Feld, ja? Feld sagt man dazu. Okay, also wie sieht das denn jetzt aus hier? Tatsache, es ist dunkel. Also das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher nicht so gewesen ist. Und das halt wirklich nur im Umkreis gewesen ist. Ihr könnt mich auch eines Besseren belehren, aber ich meine, als ich damals gespielt habe, brauchte man noch ein bisschen mehr drumherum. Und dann würde ich nämlich jetzt hier noch ein Feld anlegen. Also das reicht nicht hier komplett, um es zu bewässern. Aber ich könnte schon mal eine Reihe anlegen, beziehungsweise 4 Reihen. Und dann kann ich nämlich... Dann würde ich hier draußen nämlich auch schon mal wieder... Jetzt habe ich die Samen da hinten reingelegt. Ich Knallkopf, das gibt's doch nicht. Dann kann ich nämlich da auch schon mal wieder noch ein bisschen was draus machen. Weil man verliert... Also ganz ehrlich, ich verliere so ultra schnell... Verliere ich hier Energie? Das gibt's überhaupt nicht. Also ja, natürlich, ich sprinte auch viel. Ich könnte jetzt mich zurückhalten und nicht so viel sprinten und dann würde ich auch nicht so schnell müde werden, aber... Wenn ich nicht sprinte, dann bin ich halt so langsam. Das wird alles mal irgendwann einfacher, wenn ich ein Pferd habe. Allerdings bräuchte ich dafür dann ja auch noch, um es steuern zu können, einen Sattel. Und einen Sattel kann ich entweder in Schatztruhen finden oder ich kann ihn angeln. So, das hier mache ich jetzt auch zum Feld. Ich weiß, ich könnte noch mehr zum Feld machen. Mache ich jetzt aber erstmal nicht. Ich möchte jetzt hier erstmal nur... So, einfach nur, dass wir jetzt gerade ohne großen Aufwand möglichst schnell an, ich glaube, hier mache ich nochmal Sticks hin, dass wir möglichst schnell ohne großen Aufwand erstmal an möglichst viele Brote drankommen. Das ist mir jetzt gerade wichtig. So, hier sind noch 2 Akazienholzzäune drin. Sticks habe ich noch ein paar. Würde ich trotzdem noch mal einige anfertigen. So, weil ich würde ganz gerne... So, 40 Sticks. Nee, ich brauche das in der Mitte, die Sticks. Ja, genau, weil jetzt habe ich nämlich ein Zauntor, das möchte ich nicht. Das ist ja dann genau andersrum. Also die Sticks in die Mitte. Mehr Akazie habe ich, glaube ich, gerade nicht. Nein. Aber ich möchte jetzt hier ganz gerne an die Felder. Halt, nein. Brauche ich gar nicht so viele. Ich würde da jetzt ganz gerne mal noch ein paar Fackeln dran packen. Also sowohl an die beiden hier hinten als auch vorne an das. Damit die auch tagsüber wachsen. Ich weiß aber auch da nicht mehr genau, wie das ist mit dem Abstand. Wie viel Abstand die haben dürfen.
zu der Fackel. Ich brauche hier ein bisschen Erde. Ja, ich könnte das auch direkt mit Erde machen, aber das möchte ich nicht. Das sieht halt nicht ganz so schön aus. Aber ich glaube, da kann ich jetzt auch keine... Wo sind denn die Akazien? Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Hier würde ich, glaube ich, einfach an die Seiten. Ich weiß es nicht, ob das reicht, dass das dann auch über Nacht wächst. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich beleuchte jetzt einfach das Hochbeet hier. Beleuchte ich jetzt mal ziemlich stark. Dann habe ich auch immer hier gleich ein kleines Leuchtfeuer, wenn es darum geht, wieder nach Hause zu kommen. Jo. Genau, und hier Akazien, diese... So wollte ich das nicht. Ich glaube, da muss ich ein Feld kaputt machen, oder? Ich glaube, da muss ich ein Feld kaputt machen. Ach, shit. Nee, doch nicht. So geht das. Ah. So funktioniert das auch. Dann kann ich die... Theoretisch könnte ich die auch nach unten klappen. Also ich glaube, ich werde sie jetzt auch nach unten klappen, weil es halt einfach, finde ich, doof aussieht. Wie habe ich die jetzt eben platziert? Ich finde, das sieht halt doof aus, wenn das hier zu ist. Aber dann kann ich die ja zumachen, wenn ich hier irgendwie was abbauen möchte. Und dann kann das nicht mehr reinfallen. Also das fand ich einen sehr, sehr coolen Tipp auf jeden Fall von euch. Hat mir sehr gut gefallen. Guter Tipp. Ja, und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Weiter geht's mit der Versorgung, damit wir hier endlich bald mal ein bisschen erkunden gehen können. Villager suchen können, Schleim suchen können. Hühnchen suchen können, weil die könnte ich ja sogar schon locken. Also ihr Lieben, macht's gut und bis dahin. Tschüss!